soweit und im Heimathaus Schermbeck wurde eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Thema vom Tonabbau zum Naturschutzgebiet geben zahlreiche Fotos, Dokumente und Zeichnungen einen Einblick in die Entwicklung der letzten 100 Jahre. Sie sehen einen Überblick über die alten Tonabbaugebiete in Schermbeck. Schermbeck war ja früher bekannt für die Dachziegelindustrie und diese alten Tonabbaugebiete haben sich entwickelt zu wunderbaren Gebieten, wo sich die Natur ihre Bereiche zurückholt. Das Naturschutzgebiet am Lichtenhagen zum Beispiel kommt in der Ausstellung besonders zur Geltung. Und diese Bereiche der alten Tongruben mit den Schmalspurbahnen, mit der Technik, die erforderlich war, mit Einzelheiten zum Transport zu den Werken, das ist in der Ausstellung zu sehen. Eingeladen sind alle Schermbecker an jedem Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr das Heimathaus zu besuchen. Bis zum Ende des Jahres gibt es dort die Ausstellung zu sehen.